So if we all come together, we know what to do. We all come together just to sing. Es ist ein ganz normaler Tag im außergewöhnlichen Akatsuki HQ. Jeder geht seinen äußerst wichtigen Aufgaben nach und geht respektvoll mit seinen Kollegen um. Auch der zügige Casu ist gerade auf dem Weg in den Gruppenraum. Er weiß noch nicht, mit welch schrecklicher Situation er gleich konfrontiert ist. Wir haben keine Kekse mehr! Ich kann ja gar nicht sterben. Wir sind erledigt. Doch es soll noch schlimmer kommen. Der illustre Itachi, der Verfechter der Kekse, trifft ein. Wenn er von dem Leerstand erfahren sollte, kann es für die anderen ungemütlich werden. Was ist hier los? Wir müssen etwas tun! Der Typ ist wahnsinnig! Der wird uns alle umbringen! Also, euch. Warum sind denn die Kekse leer? Mann, der Scheiß war viel zu teuer! Und darum spielst du mit unserem Leben? Es war dieser Moment, in dem sie alle wussten, sie mussten etwas unternehmen. Ja, also ich kann ja nichts dafür, dass die Kekse leer sind. Die anderen sind so verfressen, da kommt man mit dem Einkaufen einfach nicht mehr hinterher. Das geht überhaupt nicht. Ich bin schon echt schockiert. Also keine Kekse mehr ist wirklich eine kleine, große Katastrophe. Also ich esse gar keine Kekse. Ich bin nämlich gerade auf Diät. Ich glaube, Deidara war dran mit dem Einkaufen. Ich meine, er frisst ja auch die ganzen Kekse. Ganz schön fett geworden, der Gute. Ich esse gar keine Kekse. Ja, also ich glaube, Hidan, der müsste jetzt als letztes mit den Keksen dran gewesen sein. Hier, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Da steht nämlich in meinem Kalender, grün auf weiß. Nee, ich hab das nicht gerade erst aufgeschrieben. Das wäre ja Pilze, also. Wenn Itachi das rausbekommt, dann sind wir geliefert. Also ich war letzte Woche mit Einkaufen dran und ich glaube, diese Woche sollte das der Sobi machen. Wo ist der eigentlich? Also wenn ich einkaufe, ja, dann hole ich ja immer eine Packung extra für dich. Notfall, snackt sich durch, aber das dankt einem ja niemand. Ich hab's echt schwer und das ist, also...
steht das ja nicht Kakuzu mit dem extra, mit der extra Packung. Der bringt mich um. Vielleicht hast du ja die Kekse gegessen. Vielleicht hast du ja die Kekse gegessen. Oder du hast die Kekse gegessen. Oder du. Oder du. Oder du. Mit vereinten Kräften versucht die gefasste Gruppe, eine Lösung aus der verzwickten Situation zu finden. Und es scheint, als forme sich ein Plan. Bis... Ich glaube, ich hole mir jetzt Keks. Jetzt mussten wir zuschlagen, sonst wäre alles zu spät gewesen. Tu was! Hey! Hey! Weißt du, wir haben uns schon ganz lange nicht mehr getroffen. Privat, ohne die anderen. Und da dachte ich mir, dass wir das vielleicht mal bald nachholen könnten. Und in dem Moment wusste ich, was zu tun war. Während einer versuchte, Ablenkung zu schaffen, arbeiteten die anderen zügig zusammen, um die Katastrophe abzuwenden. Die Keksdose? Seltsam. Es sieht so aus, als wäre die erste Katastrophe abgewandt. Jedoch ist es noch nicht vorbei. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Das Problem wurde bisher nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ob ich noch angespannt bin? Nein, also das Schlimmste haben wir jetzt wirklich überstanden. Hast du die Kekse wirklich nicht gegessen? Nee. Du? Nein, du? Nein, du? Nein, du? Hast du sie wirklich nicht gegessen? Nein? Ich muss mir nur noch Kekse besorgen. Egal welche, ich meine, sehen eh alle gleich aus. Jemand muss neue Kekse holen! So unauffällig wie möglich! Und schnell. Wer ist ein Meister des unauffälligen Verschwindens und wieder Auftauchens? Die Gruppe erwählte ihre letzte Hoffnung. Nur der zähnefleischende Zetsu mit seinen einmaligen Fähigkeiten konnte jetzt noch was tun. Okay, na gut. Gib mir 30 Sekunden. Der zärtliche Zetsu trägt nun die Verantwortung, das Gleichgewicht der Gruppe wiederherzustellen. Nur er hat die Kraft, diese schwere Aufgabe zu meistern. Aber er kämpft mit einem dunklen Geheimnis. Ja, die anderen verlassen sich auf mich und hoffen, dass ich erfolgreich zurückkomme. Doch, sie wissen nicht alles über mich. Belastend
Für den gefühlsbetonten Grünhaarigen ist die Tatsache, dass er zum Teil eine Pflanze ist. Ich weiß, dass ich anders bin und dass ich besondere Fähigkeiten habe. Aber die anderen, die verstehen nicht, dass mit großer Macht auch große Verantwortung kommt. Was? Der Zetsu? Eine Pflanze? Oh Gott, das habe ich nicht gewusst. Das hätte ich nie von dem gedacht. Der Arme. Eine Pflanze? Schon scheiße. Müssen wir ihn dann auch mal umtopfen? Ich hab's ja schon immer gewusst. Aber interessiert er sich dann überhaupt für Kekse? Oder isst er was anderes? Was essen Pflanzen? Können wir jetzt endlich Kekse bekommen? Ich hab nämlich Hunger. Und dann raste ich hier so richtig aus! Doch trotz seines Handicaps beweist der zweiarmige Zetsu Kameradschaftlichkeit und findet eine Packung Kekse in der Küche. Sehr empfehlenswert, ja. Nicht drunter nehmen, ja. Und lass den Kran nicht auf deinem Kopf. Das war ja einfach. Ja, ja, weiterlesen. Die Gebete der Gruppe werden erhört. Dank des selbstlosen Einsatzes von Zetsu, der praktischen Pflanze, nimmt jedoch noch alles ein gutes Ende. Dieses Abenteuer brachte die Gruppe näher zueinander und zeigte, Kameradschaftlichkeit kann auch eine krümelige Kekskrise überwinden. Die wären eben weg gewesen. Hm. Hol ich mir jetzt einen.